Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Ja, irgendwo hier Richtung Lindford soll mein Bruder Sigurd sein. Da ich jetzt aber gesehen habe, dass da links so Piratenbanner oder sowas sind, bin ich ja mal ein bisschen vorsichtiger. Ja genau, hol dir und noch Breite alles deine voll. Flügel aus. Ah, okay, ja genau. Er sollte ja auch Richtung Wasser sein. Ist also einem quasi alten direkt Hafen. Am Steg. Das ist das Lager. Brauchen wir davon noch was? Ich hab's voll. Das ist das Lager, das ist schön. Ist denn hier jemand am Lager? Oder? Ah, da ist er. Wie überzeugen wir sie, sobald wir sie haben? Sagen wir, was wir wollen? Oder reden wir um den Hang? Hey, ich wollte mich nur heilen. Ah, du kommst gerade recht. Die heilige Frau Fulke ist in der Nähe. Man hält sie in der Abtei des heiligen Alban gefangen, hinter der Flussbiegung. Das ist unser Moment, Eivor. Danach wird sich alles ändern. Ich würde mich ja für dich freuen, wenn ich wüsste, wer diese Frau ist und warum wir sie brauchen. Ich habe genug erklärt. Es ist an der Zeit zu handeln. Du hast nichts dergleichen getan. Ich habe nichts als leere Worte gehört. Ich will mit dir reden. Ich, dein Jarl. Das allein ist schon Grund genug. Warum? Damit sie einen Zauber ausspricht und Edwin in einen Aal verwandelt? Wir sind nicht nur wegen Fulke hier, Eivor. In der Abtei liegen Reichtümer. Mehr als wir zählen können. Ich habe das Kloster bereits geplündert und vom Kirchenschiff bis zur Krypta alle Schätze geborgen. Mir sind keine Gefangenen aufgefallen. Sie ist dort. Ich weiß es. Und sie ist der wertvollste Schatz von allen. Eivor. Es gab eine Zeit, da bist du mir gefolgt, ohne mich zu hinterfragen. Weil wir einander vertraut haben. Weil du wusstest, ich würde dich nie ins Unglück führen. Ich würde nie unsere Leben aufs Spiel setzen, ohne zu wissen, wofür. Was hindert dich daran, mich so anzunehmen, wie du es einst getan hast? Als deinen Bruder, deine Familie. Sigurd, du weißt, ich würde niemals dein Vertrauen missbrauchen. Ich kämpfe an deiner Seite. Aber diese Jagd muss Grenzen haben. Gedrick verlässt sich auf uns. Natürlich. Und wir kümmern uns bald um ihn. Doch jetzt komm. Und du hast wirklich nichts gesehen, als du die Abtei des heiligen Alban geplündert hast? Keine Nein, Krypta? Habe ich nicht. Keine Gefangenen? Ich erinnere mich an nichts dergleichen. So, Moment. Ach, die Abtei ist ganz da hinten. Wollt ihr mich verarschen? Oh, Moment, was war das? Hier war ein Toter. Okay. Ja, also ganz ehrlich, das Ganze gefällt mir überhaupt nicht. Sehr wenig. Sie scheint eine Art Abenteurerin zu sein. Der Tarn nannte sie eine Ketzerin. Umso besser für uns. Sie hat zweifellos ihren eigenen Kopf. Ich bewundere deine Zuversicht, Bruder. Ne, du kommst mir nicht da drauf. Den Sigurd hätte ich mitgenommen, dich nicht. Ja, also ganz ehrlich, das mit den Basim heißt er, glaube ich. Ich habe von Anfang an echt ein ungutes Gefühl bei diesem komischen Kerl. Und der ist ja offensichtlich extrem auf ihn am Einreden. Leute? Wolltet ihr nicht mitkommen? Die kommen jetzt mit dem eigenen Pferd mit. Oh Gott, sind die lahmarschig. Okay. Also wie gesagt, ich habe von Anfang an kein gutes Gefühl bei dem. Und der hat ja auch die ganze Zeit immer gegen mich gesprochen. Und ja, so Frauen, also richtig sexistische Sprüche gebracht. Frauenfeindliche Sprüche. Und ganz ehrlich, sowas ist bei mir ohnehin immer unten durch. Wenn dann natürlich zusätzlich noch hinzukommt, dass man nicht weiß, ob man den Typen trauen kann, dann ist das gar nicht gut. Ich muss sehen, was du siehst. Wirklich nicht gut. Ja, und was sehen wir? Wir sehen auf jeden Fall erstmal einen Schlüssel, den wir gerade nicht mehr sehen. Da, jetzt. Okay, Schlüssel.
Und ich vermute mal, dass sie irgendwo in dem Gebäude, wenn sie denn drin ist, gefangen gehalten wird. Ich ziehe lieber die Kapuze auf. Ach, warum denn? Wir haben ja schon zweimal hier alles platt gemacht. Wo ist diese Frau? Es muss eine Krypta oder ein Verlies geben. Nahe der Kirche, vermute ich. Kann man hier rum? Was ist denn da los? Ja, komm. Muss nur um den Ast rumlaufen. Was geht da vor sich? Nichts. Das ist nur ein Vögelchen im Busch. Komm und schau's dir an. Ja, geil. Hat wunderbar funktioniert mit dem Attentat, echt? So, Wieso zur Hölle? Schlägt die daneben? Das muss ich jetzt nicht verstehen. So, wo ist jetzt genau der Schlüssel? Der ist da hinten. Ja, komm bloß nicht rüber. Ich bring dich um. Ja, mach das ruhig. Komm her. Ich bezweifle allerdings, dass man hier besser durchkommt. Dominus altum et supplementum aur furtur liquidae domino. Sic natura unis pia et pi sunt simula natura. Sed ic quod est naturae nisis deus manifestat arbitrium. Haben die keine Probleme? Ach, geh mir da mal aus dem Weg, Mann. Ich muss den Typen abknallen. Das ist nicht dein Ernst, dass jetzt eine Zivilperson fast in den Weg gelaufen wäre, ne? Wo läuft der hin? Ist der doof? Hallo? Pass auf. Ja, komm. Warum ist der Schlüssel jetzt eigentlich da hinten? Oh, ist das dein Ernst? Geh mir aus dem Weg. Ja, komm einfach rüber und guck nach, Junge. Ich habe keine Zeit. Mann. Ja, das war ja mal eine richtig geile Aktion. Was ist denn das für eine Scheiße? Ist der doof? Ja, kämpf du mal. Dumm Bolzen. Zeig mir, was vor uns liegt. So, Moment. Da ist ein Typ drin, aber...
Das ist jetzt wahrscheinlich der, der den Schlüssel hat. Der ist jetzt da reingegangen, oder wie? Wenn ich das richtig sehe. Nee, Moment. Das ist immer noch in der Richtung. Ach, da hinten, okay. Vive collecta supra in terra atheres. Et locustus est ad eum et precipit rex somnium. Peribit tuorum, si ego tu bene mihi non timent. Neque sape malale complexiones. Wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft? Geh weg da! Mann, was für Spacken hier. Hier ist aber kein Geheimgang oder sowas drin, ne? Scheiße. Och, geh mir mal aus dem Weg. Jesus, was passiert denn da? Ja, Jesus kann ja auch nicht mehr helfen, Junge. Komm mal her. Ja, komm mal her. Wirbel nicht die ganze Zeit mit dem Stück Holz rum. Komm her. So, jetzt haben wir nur ein Problem. Der Schlüssel soll... quasi unter uns sein. Ach so, nee. Hä? Da hinten wird mir jetzt auch ein Schlüssel... Sag mal, Leute, hä? Was siehst du? Sind da ein Eingang? Sieht man aber nicht danach aus. Wir müssen doch irgendwie da runterkommen. Wenn er schon irgendwo da drunter liegt. Da sieht jetzt auch nichts danach aus, als ob hier ein Eingang wäre. Vielleicht in der Hütte oder so? Keine Ahnung. Ansonsten habe ich gleich die Faxen dicke. Dann werde ich hier einfach mal durchballern. Ja, ja. Mach hier nicht so eine Welle, Junge. Sag mir lieber, wo dieser beschissene Eingang ist. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Hä? In der Wildnis, okay, warum bin ich jetzt hier die ganze Zeit... Ach so. Ich weiß warum. Wegen der Zelle vermutlich, die da hinten sein dürfte. So, Gott war richtig gut mit dir, ne? Komm, rück den Schlüssel raus. Junge. Da stand gerade noch, dass du einen Schlüssel oben drüber hast. Geht doch mal weg, Jungs. So, geht doch. Ist das der hier? Hier hindurch. Na, endlich. Geht doch. Ach, da geht's runter, okay. War ja gar nicht so schwierig. Für den Heiligen, weil ich befürchte, der schwierige Teil kommt noch. Der Jesus für die Weisheit, Sophias Finsternis zu durchbrechen. Wer wagt es, dieses Heiligtum zu betreten? Das ist doch nur eine Höhle, die nach Pisse und Tränen riecht. Wie kannst du? Wir suchen nach einer Frau namens Fulke. Wir erlösen euch von ihrem Übel. Die verrückte Ketzerin! Ach, der Selbstgeborene hat mir einen Engel gesandt, um mich zu erlösen. Öffne die Tür.
Ihre Häresie muss bestraft werden. Nicht von Dänen oder Mahometanern, sondern von wahrhaftigen Christen. Mönch, unsere Hände sind voll vom Blut deiner Wächter. Ist dein Gott so hungrig nach Märtyrern, dass er auch deinen Tod herbeisehnt? Ein gutes Argument. Ich gehe kurz in mich. Der Herr bittet mich, alle Fremden willkommen zu heißen. Hier, nimm den Schlüssel. Und wenn du gehst, nimm deine seltsame Freundin mit. Hey, halt ein! Hä? Wer hat mich denn jetzt gerade gesehen? Wollt ihr mich veräppeln? Gelobet seist du, o Herr der Schatzkammer des Lichtes, für diese Aussicht auf Errettung. Seid ihr von den Engeln Saklas geschickt? Oder sendet euch der Selbstgeborene? Das kann ich dir nicht sagen. Bist du die Frau, die man Volke nennt? In dieser Welt bin ich das. Ich bin auf der Suche nach der wahren Natur des Selbstgeborenen. Und du sammelst Artefakte? Ich sammle die Instrumente der Kinder Saklas. Oh ja? Ich besitze einige dieser Kuriositäten. Bist du im Besitz eines geschliffenen Steines mit ungewöhnlichen Zeichen? Nun, du bist ja interessant. Verbirgst die dunkle Haut unter Kapuze und Robe. Und diese teuflische Klinge. Wir sollten gehen. Die Soldaten werden bald hier sein. Es gibt Ställe hinter dem Kloster, wo wir uns ungestört unterhalten können. Gut, geh voran. Kommt. Genau, geh voran und schlachte schon mal alle ab bis dahin. Wie lange hielt man dich gefangen? Ein paar Wochen. Ein Monat vielleicht. Wegen deiner sogenannten... Heresie, ja. Ich hatte das Glück, viele weltliche Gegenstände in meinem Leben zu entdecken. Gegenstände, die vom Werk des Demiurgen zeugen. Dem falschen Gott, den diese Schwachköpfe in ihren Roben anbeten. Ich fand sie und andere Schnitzereien in ganz Germania und Francia. Und auch hier in Britannia. Lady Edwin behauptet, sie wären gotteslästerlich. Doch ihr Verstand ist vernebelt. Sie sind von unschätzbarem Wert. Können wir diese Gegenstände sehen? Wenn du die Wahrheit über deine Herkunft suchst, sollst du sie heute erfahren. Wahrlich, die suche ich. Wo du hingehst, folge ich dir. Genug von den Rätseln, Sigurd. Fulke ist eine Hüterin wertvoller Gegenstände, von denen einer meine wahre Natur offenbaren könnte. Wahre Natur? Du sagtest, es ginge um den Sieg und wie wir Edwin bezwingen. Zu wissen, dass ich ein Abkömmling der alten Götter bin, wäre ein Sieg. Es würde meinen Anspruch auf dieses Land untermauern. Ein Abkömmling der Götter? Bei Odins Auge, Bruder. Wovon redest du da? Fulke, es heißt, du wirst im Besitz eines besonderen Steines mit seltsamen Zeichen und dem Bild eines Baumes. In der Tat. Ich nenne ihn den Sagenstein. Denn er kam mit dem Dänen Ragnar Lodbrok in dieses Land. Und jetzt hast du ihn? Er ist Sonne und Mond meiner heiligen Sammlung. Okay. Willst du diesen Stein kaufen und gegen ein Bündnis eintauschen? Oder gegen kampfbereite Männer? Ist er zu irgendwas Nütze oder schmeichelt er dir nur? Vielleicht sollte ich euch drei allein lassen, damit ihr eure Streitigkeiten beilegen könnt. Wir sind uns einig. Wir wollen nur den Stein sehen und die Runen darauf lesen. Niemand vermag, diese Runen zu lesen. Ihre Sprache ist geheim und vermutlich lange tot. Es kann nicht schaden, ihn uns zu zeigen. Nein, kann es nicht. Gepriesen seist du, o Selbstgeborener, der du mir diese drei geschickt hast, um mich von meiner Strafe zu befreien. Kein flüsternder Gott führte mich her, Fulke. Ich brauche keine Anweisungen. Du kamst, weil ich dich rief, Eivor. Sie sprachen durch mich. Bruder, du verwirrst mich immer mehr. Und mich faszinierst du mit jedem Moment mehr. Der Sagenstein befindet sich gut verborgen in der Obhut meines Dieners. Bist du bereit, ihn zu sehen? Je eher wir diesen Stein zu Gesicht bekommen, desto besser. Gehen wir.
Öffne dich dem Stein, wenn du dich ihm näherst, Eivor. Es könnte interessanter werden, als du glaubst. Okay, das heißt was? Ich habe ja so die leichte... Hallo? Ich habe ja so die leichte Vermutung, dass er denkt, er ist der Abkömmling und ich bin der Abkömmling in Wahrheit. Was die Sache natürlich nicht einfacher macht. Was genau fasziniert dich so an diesem Stein, Fulke? Der Sagenstein stammt von einem alten Volk, einer Generation niederer Gottheiten. So wie alle Artefakte, die ich für meine Kirche sammle. Du hast in deiner Zelle zu Jesus Christus gebetet. Ist deine Kirche nicht die Kirche Roms, wie die der Sachsen? Die Sachsen glauben an Christus, den Erlöser. Doch ich kenne seine wahre Bestimmung. Moment, ich muss mal eben ganz kurz alle Markierungen entfernen. So. Der Bewahrer geheimen Wissens. Verabscheut Edwin dich deshalb? Weil du solche Ideen verbreitest? Ja. Christen wie sie und Elfred glauben, dass es die Aufgabe Christi auf Erden war, uns von unseren Sünden reinzuwaschen. Die römische Kirche wurde durch die Lügen Saklas oder Yaldabaoths verwirrt. Der Demiurg hat viele Namen. Er ist ein niederer Gott. Saklas und die Seinen waren einst weise, doch sie verloren den wahren Gott aus den Augen, den Selbstgeborenen, den Herrn der Schatzkammer des Lichts. Darum hat mich Edwin verurteilt und eingesperrt. Denn was sie Häresie nennt, ist tatsächlich die wahre Natur des Universums. Das ist eine sonderbare Geschichte. Und ihr Ende ist noch nicht geschrieben. Seid wachsam, wir werden beobachtet. Seid vorsichtig. Die sind nicht gerade erfreut, dass wir hier sind. Edwins Augen und Ohren. Einfach weiterlaufen, Jungs. Da ist es. Gleich da vorne. Was ist das für ein Turm? Eine Ruine aus römischer Zeit. Mein Diener fand sie verlassen und verfallen. Er suchte hier Zuflucht, nachdem sein Bischof ihn wegen derselben Wahrheiten verstieß, die auch mich in den Kerker brachten. Er war ein Priester? Das war und ist er. Die Bischöfe Englerlands sind schlicht zu feige und zu verblendet, um unser geheimes Wissen zu verstehen. Das klingt sehr nach der katholischen Kirche, ja. Bescheid der Exkommunikation. Es sei fortan bekannt, dass der geweihte Priester von Oxenafort, der auf den Namen Paul getauft wurde, von nun an aus seiner Kirche und Gemeinde ausgeschlossen ist, da er schädliche Ketzerei und Blasphemie verbreitet hat. Möge ihm die Vergebung bis zum Ende seiner Tage verwehrt bleiben. Das klingt aber nicht sehr christlich. Huch! Euer Ernst? Okay. Ah, du bist zurück. Ich sagte... Bruder Paul! Bist du hier? Ist er das? Dein Diener Paul? Mein bester Freund. Oh, hier war ich doch schon mal. Von dem habe ich irgendwas genommen. Mögest du eins werden mit dem einzig wahren Gott in der Schatzkammer des Lichts. Dein Freund hat den höchsten Preis für seine Treue gezahlt. Ich nehme an, er bewachte den Stein. Das waren Edwins Männer. Sie haben Bruder Paul getötet und meinen Stein gestohlen. Du, mit deinen Fragen und Zweifeln, du hast uns aufgehalten. Wegen dir habe ich die Gelegenheit vertan. Nein, der war vorher schon tot. Ich war ja schon mal hier. Geduld, Bruder. Wir finden den Stein, wo er auch ist. Ob wahr oder nicht, du wirst deine Antwort bekommen. Ich kenne die Antwort bereits, Eivor. Ich sah es in meinen Träumen.
Ich weiß ganz genau. Genug, alle beide. Hört ihr das? Soldaten, Erdwin ist hier. Ihr Dänen wagt es, mein Land zu besudeln? Halt ein, Eivor, erst reden wir. Lady Edwin! Ein Stein fehlt in diesem Turm. Auf ihm waren Runen und das Bild eines Baums. Kennst du ihn? Ja. Eine heidnische Spielerei dieser Ketzerin. Seid ihr deswegen hier? Wir wollen handeln. Diesen Stein gegen ein Friedensversprechen. Was redest du denn? Wir gaben Gedrick unser Wort. Für den Stein verlassen wir euer Land und kehren nicht zurück. Oh, dafür bringt ihr mir Gedricks Kopf. Der Stein ist in Reichweite. Wir stehen im Wort, Bruder. Bruder? Sind wir uns einig? Wir akzeptieren. Gut. Tun wir nicht! Nein! Macht sie nieder! Keiner darf überleben! Ja, sowas ähnliches habe ich mir auch gerade gedacht. Geh weg, Wolf! Geh weg! Hallo, wo läuft denn? Das war unsere Gelegenheit! Wie immer, Bruder. Okay, also ich würde sagen, unsere Vorhersehung haben wir schon mal, unsere Vorsehung haben wir schon mal, ja, erledigt, weil wir ihn auf jeden Fall schon mal verraten haben mit dieser Aktion. Also, das denkt er zumindest. Jungs, kümmert euch doch mal bitte um den Großen hier. Macht den Dicken mal fertig, ich nehme die anderen. Genau, so stelle ich mir das vor. Seht ihr? Ihr seid die Ablenkung, ich mache die Arbeit. Genauso stelle ich mir das vor. Ach, der war schon hier. Ich gar nicht gesehen. Hey, Arsch. Was bist du denn für ein Feigling? Eivor, du verdammte Närrin! Das war die Gelegenheit, den Stein ohne Blutvergießen zurückzubekommen. Das ist mir egal. Ich werde Gedrick nicht verraten. Das ist nicht deine Entscheidung. Meine Versprechen gehören mir. Und sie sind eisern. Dein erster Schwur gilt deinem Jarl. Jarl Sigurd. Deinem Bruder und Herrn. Für den ich das ganze Reich aufgebaut habe? Das glaubst du, Bassem. Ich glaube, es wird andere Gelegenheiten geben. Wir können unser Versprechen halten und den Stein finden. Oh ja. Edwin wird zu ihrer Festung fliehen. Du willst deinen Stein? Er ist dort. Gedricks armseliges Heer wird die Mauer nie durchbrechen. Wir hätten erst den Stein nehmen und dann die Burg belagern sollen. Das war die ganze Zeit unser Plan. Ich hatte nie vor, Gedrick zu verraten. Ist das tatsächlich dein Ernst? Und trotzdem ließ du mich im Dunkeln durch deine Anflüge von Wahnsinn tappen. Man kann dir nicht alles sagen. Dein Temperament übermannt dich. Ich weiß es. Mein Vater wusste es. Dein Vater wusste es.
Bleib hier und beweine dein Schicksal, Bruder. Ich habe ein Versprechen zu halten. Und das werde ich auch tun. Du hältst zu große Stücke auf dich selbst, Eivor. Dir fehlt Odins Weisheit. Komm, Basim. Dieser Streit mit deinem Bruder war vielleicht ein Schauspiel. Ging es bei euch schon immer so hitzig zu? Naja. Unser ganzes Leben lang waren wir eins. Als Familie, als Geschwister. Ich kannte seine Gedanken und er meine. Bis heute. Die Zeit macht uns alle zu Narren. Du hast heute gut gekämpft, Fulke. Wirst du an meiner Seite stehen? Um Edwin die Kontrolle über den Schier zu entreißen? Oh ja. Gedrick bat mich, sie von ihrem Nachschub abzuschneiden. Weißt du, woher sie Nahrung und Vorräte bezieht? Östlich von Oxenafort, südlich der Villa Lea, gibt es einen Ort namens Etonhof. Dort handeln übereifrige Bauern mit Soldaten. Wir treffen uns dort. Ich werde bald da sein. Sigurd, mein Bruder, du bist in deinem eigenen Sturm gefangen. Edwins Verteidigung ist geschwächt, aber ich könnte noch mehr tun, bevor ich Fulke treffe. Und das wäre? Schauen wir doch mal kurz nach. Ein eifriger Händler bringt Waren zu... Ich sag Eärwins. Eärwinsfeste. Mir ist es jetzt scheißegal, wie es heißt oder wie es nicht heißt. Achso, das finde alle Codex-Seiten. Ja... Wieso stand da jetzt gerade mehr? Da stand doch oben links noch was in der Ecke. Jetzt ist es wieder weg, hä? Flammende Falle. Ja, will er mir jetzt nicht direkt reintun? Doch. Finde Fulke und sprich mit ihr. Südlich der Weste. Ach so. Okay, ja gut, das verstehe ich. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen und dass wir uns für den großen Schlag oder vielleicht auch noch nicht ganz für den großen Schlag in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.